Ja, schönen guten Abend. Ja, wie angekündigt, ich bringe euch jetzt kein Produkt mit, das man irgendwie anfassen kann, sondern ich bin das Produkt. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, versetzen wir uns jetzt ein halbes Jahr zurück. Es ist der 11. August. Wir befinden uns im brasilianischen Winter. Es ist der Finaltag, mein Finaltag, Doppelzweier, B-Finale, leider keine Medaillen, aber das war eigentlich der Tag, auf den ich dann eine sehr lange Zeit hingearbeitet habe. Ja, es sollte mein schönster Tag werden. Das Wetter in Rio hat gesagt, nein, das möchten wir nicht. Denn an demselben Tag wurde dann auch noch ich bin Doppelzweier gefahren, das Doppelvierer-Finale verlegt vom Vortag. Und auf einmal war ich nicht mehr der Mittelpunkt von diesem Wettkampftag, sondern irgendwo Randprodukt vom Rest. Die Geschichte ist dahingehend für mich sehr emotional gewesen, da ich bis 8 Wochen vor den Olympischen Spielen selber im besagten Doppelvierer gesessen habe und man in dieser Bootsklasse für Kennerkreise, aber auch mittlerweile, glaube ich, in der Öffentlichkeit bekannt, doch um Medaillen mitfahren kann und sehr häufig auch dann ein goldenes Ding um den Hals kriegt. Ja, dieses Ziel hatte ich auch. Es ist, wie gesagt, 8 Wochen vor den Spielen auf sehr unschöne Art und Weise geplatzt und ich befand mich nun in diesem Zweier, wo ich mich eigentlich nicht gesehen habe, wo ich nicht unbedingt hin wollte und war in der Rennvorbereitung 90 Minuten vorm Rennen und stehe dann da, wollte mich warm machen und man ist gezwungen zu sehen, wie das Boot, in dem man selber noch bis vor kurzem gesessen hat, von hinten das Feld aufrollt und mit einer Goldmedaille nach Hause geht. Denkt man, schön, ja klar, Deutschland hat eine Goldmedaille gewonnen, für mich war es scheiße, diese Idioten. Jetzt sind sie ohne mich Olympiasieger geworden und du bist der Arsch, für den sich gleich keiner mehr interessiert. Meiner Zweierpartnerin ging es genauso, Männerdoppelzweier hatte ein ähnliches Problem, wir standen dann irgendwo in der Ecke, haben zu viert einmal riesengroß das Heulen gekriegt, aber wie gesagt, es war 90 Minuten vom Rennen, wir mussten uns auf unser eigenes Rennen konzentrieren. So, meine Geschichte fängt aber nicht im olympischen Finale an, sondern 2009 im Sommer, ich war gerade auf der Junioren-WM als 17-Jährige, yippie, alles super. Und dann wird verkündet, Olympische Sommerspiele 2016, Rio de Janeiro. Ich völlig unbefangen dachte mir, Rio, klingt geil, warum nicht? Im Hinterkopf abgespeichert, ja, klingt nach einer netten Location, mal gucken, vielleicht schaffst du es ja, vielleicht schaffst du es nicht. Ist ja ganz nett. Ja, die kommenden Jahre habe ich dann Abitur gemacht, habe angefangen zu studieren und mich aus dem Junioralter ins U23-Alter fortbewegt, meine Leistung konstant gesteigert, den Trainingsaufwand immer weiter gesteigert. Im Prinzip von morgens 6 bis abends 8 immer aus dem Haus gewesen, zwischen Training, Uni, Schlafen, wobei Schlafen eigentlich nicht stattgefunden hat und wieder hin zum Training. Trainingslager, also eigentlich kennt man sein eigenes Bett dann irgendwann nicht mehr. Und wie es dann so kommen muss, irgendwann 3. U23-Medaille gewonnen, läuft es einfach nicht mehr. Man ist im Kopf ein bisschen alle, man ist einfach nur noch am Hin und Her gerissen werden, man weiß nicht, wie man sein Studium fertig machen soll, weil die ganzen Verpflichtungen auf einen zukommen. Das Training nimmt zwar nicht Überhand, aber nimmt doch auch den größten Teil der eigenen Zeit ein. Und ich dachte, so geht's nicht weiter, ich kann nicht mehr, mir reicht's. Kam glücklicherweise ein Anruf aus den USA, ein amerikanisches College würde mich gerne für seine Mannschaft abwerben. Ich könnte da studieren, ich könnte da trainieren, müsste eben für die Uni-Mannschaft starten. Aber ich wäre dann auch aus Deutschland weg und könnte von dem System, das mich da ein bisschen festgefahren hat, auch mal Abstand gewinnen. Das habe ich mir überlegt. Ich hatte es vor 4 Jahren davor auch schon mal überlegt und dann gedacht, wenn ich es nicht jetzt mache, mache ich es nie. Und bevor ich hinschmeiße, nutze ich die Chance, nehme meine Auszeit, trainiere weiter, mache ein tolles Studium und kann dann immer noch überlegen, wie ich weitermache. Und dann bin ich hingegangen, war gar nicht so geil, wie ich gedacht habe. Trainer hat dann natürlich auch mehr erzählt von dem, wie es ist, als es dann tatsächlich sein kann. Aber so nach und nach kam die Freude am Sport wieder und die Menschen, die einen begleitet haben, es ist immerhin ein Team von 70 Frauen, die dann tagtäglich aufeinander hocken, hat mir einen neuen Motivationsschub gegeben und ich kam aus den USA zurück, neu motiviert, neuer Trainer in Deutschland und musste dann den Anschluss an den A-Bereich schaffen, also die dann letztendlich auch zu den Spielen fahren und habe das im ersten Jahr auch direkt geschafft. Dann 2015 auch den Durchbruch geschafft, ich war unter den Top 3 in Deutschland und habe diesen geilen Doppelvierer dann als Ziel vor Augen habt, wurde eingesetzt und ja, der Vierer hatte das Jahr davor Gold gewonnen, also war aller Druck auf mir, ich war die einzige Person, die ausgetauscht wurde, das heißt, wenn es nicht funktioniert, hat es natürlich an mir gelegen, zumindest ist das, was da natürlich in einem vorgeht.
Ist dann aber alles gut gegangen, die ganze Saison, jedes Rennen gewonnen, nie irgendwie mal die Nase hinten gehabt, bis auf ein vermaledeites WM-Finale, wo auf einmal Amerikanerinnen herkamen und meinten, sie müssten jetzt mal gewinnen. Naja, hinterher haben wir uns zusammengesetzt, besprochen, es ist nicht meine Schuld, sondern es war eine Teamleistung, irgendwas hat einfach nicht gepasst. Aber es ist im vorolympischen Jahr schon so, dass alle ein bisschen nervös werden. Diese Nervosität hat sich dann auch in die Trainingslager durchgezogen. Wir hatten zwar zwei Boote qualifiziert, den Doppelzweier, der mit Bronze von der WM zurückgekommen ist, und wir, die mit Silber zurückgekommen sind, aber im Trainingslager muss man mehr Leute mitnehmen, als man Plätze hat. Also waren wir 10 Frauen, und wie das so ist, jeder möchte sich selber irgendwie absichern, werden dann doch schon mal die Krallen ausgefahren. Und zu dem Zeitpunkt war mein Studium schon längst beendet. Ein neues Studium aufzunehmen macht keinen Sinn, weil ich immer einen Tag in Hannover war und 6 Tage am Stützpunkt in Berlin unterwegs bin. Kann man sich vorstellen, dass es dann auch ein bisschen stressig ist und dann immer wieder mit denselben Frauen zusammen und immer nur im Zug hin und her fahren und irgendwie gar nicht mehr seine gewohnte Umgebung um einen haben. Das lässt einen kratzbürstig werden, und das war dann auch so mein Winter 2016, wo man gemerkt hat, die Mannschaft oder die Frauen, die eigentlich mal alle gut miteinander konnten, sind auf einmal zu Einzelkämpferinnen geworden, obwohl sie am Ende als Mannschaft erfolgreich sein müssen. Und so richtig Spaß hat es da dann auch schon nicht mehr gemacht. Aber es war klar, jeder will zu den Spielen hin, und dafür muss man sich zusammenreißen und dafür beißt man dann auch nochmal im Winter die Arschbacken zusammen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Bundestrainer ist angereist ins Trainingslager und hat Vornominierung ausgesprochen. 5 von diesen 6 Plätzen waren inoffiziell fest vergeben. Ich war der dumme 6., der nicht namentlich benannt wurde. Siehst dann, ja, du darfst dich mit den Nachwuchsleuten und der Ersatzfrau von dem vorherigen Jahr um den letzten Platz streiten. Und dann sitzt man und denkt sich, ich war 3., ich habe immer gute Leistung gezeigt, und jetzt auf einmal bin ich zwar nicht auf dem Abstellgleis, aber bin die, die sich wieder beweisen muss. Das ist aber ein bisschen blöd. Kann man nichts machen. Ich hatte ja immer noch dieses Ziel, das mittlerweile ja doch sehr konkret geworden war, von, ach Mensch, Rio klingt ja geil, zu, ich kann in Rio um eine Medaille fahren. Diesen Biss habe ich dann den ganzen Winter irgendwie noch durchgezogen, obwohl es echt zum Teil keinen Spaß mehr gemacht hat, aber ich wollte es unbedingt, und irgendwie, wenn man dann im Boot sitzt, ist es ja doch ganz schön. Und dann hatten wir unsere ersten Ausscheidungsrennen, das erste habe ich gewonnen, da dachte ich schon, sieht gar nicht so schlecht aus für mich. Also der Rio-Traum ist vielleicht doch gar nicht geplatzt, sondern ist realistisch greifbar. Und dann kam das Ausscheidungsrennen, wo ich dann zur schnellsten Frau Deutschlands geworden bin, das ist die deutsche Meisterschaft bei uns. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt ist die Sache ja wohl geritzt, jetzt kann mir niemand mehr was. Die Euphorie hielt dann genau 2 Tage an, dann sind wir nach Berlin angereist zur Mannschaftsbildung, und man merkte direkt, irgendwas stimmt nicht. Und es war schon wieder eine wahnsinnig schlechte Stimmung, alle kratzbürstig, und ich denke, das kann doch nicht sein. Also eigentlich ist doch jetzt alles eindeutiger, als es eigentlich sein könnte. Ja, eine aus dem Zweier wollte unbedingt ihren eigenen Willen durchsetzen und auch Gold gewinnen und nicht um eine Medaille kämpfen müssen. Und so wurde der Trainer auf die Probe gestellt, wir wurden auf die Probe gestellt. Es sind sehr viele böse Worte geflogen, und eigentlich war es nur noch ein Graus, jedes Mal wieder nach Berlin anzureisen, obwohl ich nun in diesem Vierer saß. Aber wenn man mit den Menschen um einen rum eigentlich gar nicht mehr richtig arbeiten möchte und die Menschen auch mit dem Trainer nicht mehr arbeiten möchten und der Trainer mit einem selber vielleicht auch nicht mehr arbeiten möchte, dann ist es eigentlich eine ziemlich schlechte Randbedingung, um ein paar Monate später um eine Goldmedaille mitzufahren. Und dieser Stress zog sich dann immer weiter hin und führte letztendlich dazu, dass bei einem missglückten Rennen, wir hatten bis dahin schon die EM wieder mit 4 Sekunden Vorsprung, also einem sehr großen Vorsprung gewonnen, eine Umbesetzung kam und ich 8 Wochen vor den Spielen nun in diesen Doppelzweier gesteckt wurde. Und da war eigentlich schon klar, Rio wird für dich nicht mehr das, was es hätte sein können. Du wirst hoffen, dass du irgendwie noch dich da rettest, aber eine Medaille wird es nicht sein, und das Finale ist auch in weite Ferne gerückt. Ja, aber ich wollte eben nicht mich damit zufrieden geben, dabei sein ist alles, wie man ja immer so nett sagt, sondern für mich heißt es auch immer, ich muss das Beste aus mir rausholen. Und meine Partnerin war genauso frustriert wie ich, unser Trainer war genauso frustriert. Dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, komm, wir machen da jetzt was draus, wir zeigen den anderen mal, ihr könnt mit Worten werfen, wir können mit Sport zeigen, was wir sind. Ja, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, 11. August, 90 Minuten vorm Rennen, Tränen müssen weggewischt werden.
Da muss man sich gegenseitig bestärken und sagen, haben wir uns dann unsere Stärken gesagt, haben wir uns gesagt, wie wir aufeinander vertrauen und eigentlich auch nochmal klar gemacht, wer wir sind, wo wir herkommen, was für einen Weg wir hinter uns haben und sind da so ein bombastisch geiles Rennen runtergefahren, Spurts für unseren Trainer gefahren, wo einem richtig Schauer über den Rücken gelaufen sind. Ich war diejenige, die ansagen musste und meine Partnerin meinte hinterher, boah Marie, das war so geil, das hat so Spaß gemacht und für unseren Trainer, für uns, das war genau das Richtige. Wir haben dieses B-Finale gewonnen, was auch eine Wahnsinnsleistung war. Wir haben die Weltmeister vom Vorjahr geschlagen, wir haben die Weltbestzeithalter geschlagen, wir haben die Europameister geschlagen, wir haben alle hinter uns gelassen, die eigentlich sonst immer auch um die Medaille mitgefahren sind. Insofern war unsere Leistung irre. Trotzdem habe ich dann nach dieser nicht so schönen Erfahrung in Rio und auch diesem ganzen Drumherum gesagt, also für mich ist es das jetzt gewesen. Und das war im Training auch meistens schon so, dass ich sagte, ich bin ausgebrannt irgendwie vom Verband immer nur hin und her geschoben zu werden, macht keinen Spaß, mir reicht's, ich will nicht mehr. Dann kam zum Glück ein Urlaub in Amerika, wo ich auch wieder mit meinen Freunden, mit denen ich damals studiert habe, zusammengekommen bin und irgendwie kam es dann, dass wir zusammen ins Boot gestiegen sind und hier und da ein bisschen gemacht haben. Und ich letztendlich aus diesem Urlaub zurückkam und eine Idee, die ich mal vor längerer Zeit hatte und mir durchaus vorstellen konnte, auch auszuführen, mit meinem Trainer besprochen habe und dass ich gesagt habe, der Einer, den ich jetzt eben gar nicht erwähnt habe, wäre eine Sache für mich. Da kann ich zeigen, wer ich bin, da kann ich voll durchfahren und wenn ich da drin bin, dann habe ich auch in 4 Jahren die Chance, in Tokio eventuell eine Medaille zu gewinnen oder zumindest das für mich beste Ergebnis rauszuholen und zu zeigen, wer ich bin. Ja, und an diesem Punkt stehe ich jetzt. Ich trainiere so gut es geht. Ich mache meinen Master nebenher noch in Kiel. Und ja, hoffe, dass dann mein Weg so weitergeht, wie ich ihn mir wünsche. Ja, und werde auf jeden Fall weiter kämpfen, egal was kommt.